Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wo hat jetzt hier wieder irgendein Bandit einen Aufstand gemacht? Achso, wahrscheinlich war das der, ja, das war wahrscheinlich der Zombie von Serana. Und ja, wir wollten jetzt uns auf den Weg machen in Richtung des Grabes. Ich weiß gar nicht, ob der Drache uns jetzt noch ewig folgen will. Oh, hier sind Ziegen. Ja, okay, scheinbar will er uns noch ein bisschen verfolgen. Lassen wir ihn den Spaß halt. Da oben ist auch noch ein Drachengrab. Vielleicht sollten wir dort demnächst auch noch mal kurz einen Stopp machen und uns das Ganze genauer... Ey, was seid ihr denn für Monster? Die armen Ziegen, ich lasse sie einfach leben. Und ihr macht die einfach eiskalt fertig. So, komme ich hier irgendwie hoch? Bergziegenmodus vielleicht aktivieren? Nein, natürlich geht der Bergziegenmodus jetzt nicht mehr, weil ihr hier die Bergziegen ermordet habt. Ihr kaltblütigen Bastarde. Ja, renn lieber weg. Serana ist nicht gut zu sprechen auf dich. Keine Ahnung, was die für ein Problem hat. Ich dachte, die trinkt nur Menschenblut. Nein, die Alte vergreift sich jetzt auch noch an Ziegen. Also, schlimmer geht's aber nicht mehr da. So, hier scheint mir aber der richtige Weg zu sein. So, ich denke mal, jetzt gleich dürften wir doch die Questmarkierung erreicht haben. So, hier, die Lichtung der Ahnen entdeckt, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ah doch, okay, hier geht's noch rein. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt hier keine Höhle wäre. Aber, naja, hat ja alles noch gepasst. So, ui, hier ist es aber merklich dunkel drin. Ich denke mal, ich könnte hier meinen Bogen gebrauchen. Den neuen Bogen. Den wäre noch nicht. Moment. Zwergenpfeile sind noch drin. Boah, sieht das geil aus. Alter, alleine der Ausblick hier, beziehungsweise diese schöne Höhle, ist doch Belohnung genug, oder? Ich finde, die sieht mega geil aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, Leute? Ich finde die echt Hammer. Also die haben sich schon wirklich sehr viel Mühe gegeben bei den Dungeons, das merkt man. Bei Oblivion waren die ja echt noch, zu großen Teilen sahen die echt so aus, als ob die einfach durch einen Zufallsgenerator gejagt wurden. Und dann wurde sich gedacht, ja komm, machen wir so. Ah, okay, hier sind auf jeden Fall diese Motten. Muss ich die jetzt fangen? Wow. Nee, scheinbar nicht. Ort an. Hier ist seit Jahrhunderten niemand gewesen. Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Ja, das stimmt. Es sieht wirklich mega geil aus. Ist das jetzt ein Wasserfall oder ist das einfach nur irgendwie so eine... Ja, das scheint irgend so ein Licht wieder zu sein. Also gehe ich mal davon aus, die Questmarkierung zeigt auch nach dort unten, dass wir dorthin müssen, wirklich. So, hier sind wieder heiße Quellen. Oh. Serana, wie sieht's aus? Hast du schon die Bikini-Figur dir angeeignet? Du bist doch auf der strengen Blutdiät, oder? Ab in Bikini rein in dieses Thermalbad. So, Messer der Anziehungskraft. Haha, geklaut. Jetzt müssen wir nur noch einen dieser Kantikumbäume finden. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen gefunden. So, dann wollen wir mal ganz vorsichtig hier die Rinde abtragen. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexter gesagt hat. So, jetzt müssen wir 7 Schwärme anlocken. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Und wenn ich mir das nicht so einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Ein von 7 haben wir. Da hinten ist direkt noch einer. Oben waren ja auch 2, die hatten wir auch schon gesehen. So, 2 Schwärme haben wir. Geil, wie die uns jetzt hier umfliegen, oder? Moment mal. So. Zum Glück sind es Motten und keine Fliegen. Sonst hätte ich irgendwie ein bisschen Panik, dass wir stinken. Aber wir duschen ja auch nie, von daher kann das ganz gut sein, dass wir übelst am Rumstinken sind. So, 4 Schwärme haben wir. 3 fehlen nur noch. Der Herr der Motten. So, da unten sehe ich noch einen Schwarm. Beziehungsweise das ist ja da drüben. Ist hier denn noch irgendwo was? Nicht, dass ich jetzt... Ne, scheint nicht mehr so. Nicht, dass ich jetzt hier runterspringe. Und, ey, ich habe einen 5. irgendwie gerade angelockt, ohne dass ich den gesehen habe. Egal, kann mir recht sein. Hier ist auf jeden Fall der 6. Schwarm. Und ja, Serana, du hast recht, ich beginne wirklich zu leuchten. So, da ist der 7. Schwarm. Wow. Und ja, wenn das nicht leuchten ist, dann weiß ich auch nicht. Ich
Muss schon sagen, was? Betritt die Lichtsäule und liest die Schriftrolle der Alten. Okay. So, wartet mal, ich gehe mal wieder in die Ego-Perspektive. Ja, ist ja überhaupt nicht hell. Meine Güte, ey, da kriegst du ja kein Wunder, dass der Typ blind geworden ist. So, dann stellen wir uns jetzt hier hin und müssten dann bei den Büchern die Schriftrolle der Alten haben, oder? Genau. Oh, die wiegen ja alle 20. Jetzt weiß ich, warum ich so verdammt überladen bin. Da sind ja allein schon 60 Kilo hier durch die Scheiße. So, ich sollte jetzt Blut lesen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier mit mir? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur irgend so eine Netzhautentzündung scheinbar, weil da hat sich irgend so ein Zeichen in meine Augen eingebrannt. Okay, lese ich mir jetzt gerade alle Rollen durch oder was mache ich hier eigentlich? Also ich kann jetzt auch nichts mehr machen, Leute. Weder mich bewegen noch... Okay, hä? So. Noch erkenne ich nicht, noch nicht so viel, muss ich mal ehrlich sagen. Aber vielleicht ändert sich das ja. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Immerhin können wir noch sehen, aber wir sollen mit Serana reden. Okay, was möchte sie denn jetzt von uns? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Okay. Das fühlte sich komisch an. Ich konnte es in euren Augen sehen. Ihr machtet den Eindruck, als wärt ihr ganz weit fort. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Oh, was hast du denn da hinter deinem Ohr, Serana? Oh, Auriels Bogen. Na, schade, so einfach geht's nicht. Es befindet sich an einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Tja, die Schriftrolle verriet mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Und wenn man vom Teufel spricht, ist er ja nicht besonders weit, oder? Wartet hier, ich möchte mit Dinge tauschen. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Moment mal. Irgendetwas Brauchbares? Vielleicht hat die ja irgendwas, was ich ihr klauen kann. Elfendolch hätte die Alte dabei. Den klaue ich ihr, den kann ich verkaufen. Und einen Nordpfeil, den haben wir ja wahrscheinlich irgendwann mal in den Rücken geschossen oder so. Stört es euch, dass wir uns gegen euren Vater verbündet haben? Ich kann nicht gerade sagen, dass es mich überrascht. Ich dachte mir schon, dass es eines Tages darauf hinauslaufen würde. Ich wusste nur nicht genau wann. Okay. Solange ihr bereit seid, ihn zu töten, das ist alles, was zählt. Ihr sagt immer, was ihr denkt, oder? Ich mag ihn nicht mehr als ihr. Aber er ist mein Vater. Ich schaffe das schon. Mache meinen Frieden damit. Nun los, wir können uns später darüber unterhalten. Okay, alles klar. Wer ist da? Vampir-Diener. Warum zum Teufel habe ich das nur erwartet? Ach du heilige Scheiße, das ist ein mächtiger Gargoyle. Ach so, okay, ich dachte gerade. Obwohl der auch ziemlich viel Damage rausrotzt. Moment, Moment, komm. Den nächsten blocke ich dir aber ab, mein lieber mächtiger Gargoyle. Zack, so, der ist K.O. Hier gibt's wieder Golderz, Granatstein, makelloser Granatstein, Quecksilber und den Zwergenpfeil hätte ich gerne zurück. Der war teuer. Und, ja, ich bin knapp bei Kasse, muss ich dazu sagen. So, sie jagt hier schon wieder irgendwelchen Leuten hinterher. Würde ich mal sagen, oh, wir sollten ihr mal ein bisschen unter die Arme greifen, denke ich. Hier beginnt die Schlacht ja schon wieder ihren vollen Lauf zu nehmen. Und, oh, Vampirmeister, richtig viele Vampirmeister. Hoffentlich ist das hier nicht wieder so ein übertrieben kranker Kerl dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der nochmal? Schattenlord oder so? Irgendwie sowas. Zack, Rückzug kannst du vergessen. Der Vampir-Nachtpirscher hier wird auch jetzt mal ein bisschen was auf die Fresse kriegen. Wo ist Serana eigentlich hin? Ist sie abgehauen gerade? Hä? Oder ist sie tot? Wäre auch cool eigentlich. So, die Vampir-Diener, sind das Menschen? Ich blicke da noch nicht so ganz durch, Leute, weil irgendwie... Ah, da ist sie, glaube ich, gerade wieder aufgetaucht. Nee, es sind Vampire, ist ja Vampirstaub. Bloß, was mich halt ein bisschen wundert, muss ich ja mal sagen, ist, dass, die... Moment. Ist, dass die nicht zu Asche werden, beziehungsweise nicht alle. Ist schon ein bisschen komisch. Dietrich, Gold, die Vampirrüstung. Na, die ist eigentlich schon ganz gut was wert, aber ich will die nicht immer jetzt mitschleppen.
Eigentlich haben wir auch recht viel Geld, wenn man das mal so sieht. Also wir haben es jetzt nicht so nötig und ich muss nochmal wieder schauen bei aktiven Effekten. Ob wir... Nein, wir haben die Maul- und Clown-Seuche gerade nicht. Das ist schon mal sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir hier diese Ruine eigentlich auch direkt wieder verlassen. Und dann würde ich gerne nochmal zu dem Drachengrab gehen, was wir dort oben ja noch entdeckt hatten. Ja, hier ist nichts weiter. Da können wir bestimmt noch wieder einen schicken neuen Schrei uns aneignen. Und neue Schreie sind immer gut, ne? Das ist die Regel. Obwohl wir eigentlich eh fast immer nur unser Fussrodar nutzen. Apropos, ich könnte mal eben bei den Schreien auch wieder das Fussrodar auswählen. Was habe ich denn jetzt hier? Ach, Seelenreißer, stimmt. Dein Tomb trennt Mark und Bein und zerstört Seelen, während er den Gefallenen Befehle gibt. Ja. Ja, ich weiß, will ich ja auch reinpacken. So, haben wir hier eine neue wieder drin. Ich hau erstmal wieder die unerbittliche Macht auf unseren Hotkey. Ja, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Hier, der Weg oder was? Erstmal wieder das Fussrodar. Das nutzen wir doch am häufigsten, muss ich sagen. Ist auch ein echt sehr guter Schrei, finde ich, der auch richtig Wumms natürlich hat. Und der es immer wieder schafft, die Gegner aus den Socken zu hauen. So, was ist jetzt schon wieder? Ach, das ist ja wieder mein Homie, oder? Ich meine ja... So, Moment. Ich heile mich mal eben auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der alte Sack uns hier noch verfolgen will. So. Irgendwann müsste der auch mal wieder abhauen, oder? Schon ein bisschen nervig, ey. Vor allem, weil der fängt ja mit jedem Stress an, ne? 300 Kilometer entfernt kann ein Gegner sein. Oder der Fuchs, der da gerade links stand. Den hätte der auch schon wieder längst angegriffen. So eine alte, streitsüchtige Truller. Kein Wunder, dass er da im Seelengrab verbannt wurde. Ins Exil praktisch geschickt wurde. Wer will den auch schon haben, ey? So, da ist schon wieder ein Fuchs. Aber auch den Fuchs lasse ich in Ruhe. Keine Ahnung, was Serana wieder macht oder sonst irgendwie jemand meiner Lakaien. Auf jeden Fall werde ich mir schon mal den Bogen schnappen. Und dann schaue ich mal hier runter. Ja, es sieht aber gut aus, dass hier das Drachengrab genau unter uns. Ah, da lauert der doch schon, der Drache. So, ich würde mal sagen, los geht die Schlacht. So, ist ein alter Drache. Oh, okay, das könnte ein interessanter Kampf werden. Weil die immer doch ein bisschen stärker sind. Bin ich jetzt gerade runtergefallen schon ein bisschen? Nee. Okay, na komm. Lande doch. Landet er? Nein, natürlich nicht. Er will jetzt wieder nur seinen scheiß Schrei machen. So, dann beschießen wir ihn halt weiter mit unserem Bogen. Oder ich werde den Drachenfall zur Not nutzen. Wenn da jetzt nicht bald mal irgendwie... Yo, Moinsen! Übrigens. Zack, einmal Stun. Und dann kloppen wir ihm hier richtig mit unserem Dingens ein auf den... Oh, 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 oh. Okay, ich sollte ein bisschen aufpassen. Moment, Moment, Moment. Okay, shit. Der Zauber, der wird das nicht mehr schaffen. Haben wir irgendwie ein paar kleine Heiltränke? Ja. Ah, komm, wir machen einmal die ewige Heilung. So. Also wir machen dem auch gut Schaden, aber der macht halt auch gut Schaden an uns. Na komm, dann muss ich erst wieder den Bogen nehmen. Wenn du dich wieder nicht traust, dich in einem One-on-One zu stellen, wie es ein ehrenhafter Drache eigentlich machen sollte. Aber ja. Ehre ist wohl nicht gerade besonders bei dir. Ups, den kann ich mir wieder einsammeln. Jetzt lande, du olle Wurst. Geht doch. So, Moment. Na komm. Ah, mein Schrei ist noch nicht mal aufgeladen wieder. Okay. So, ich hätte mir jetzt auch natürlich die Halskette der Eis-Dingens umlegen können. Komm, box ihn nochmal. Yes. Sauber, sauber, sauber. So, jetzt schnell wieder aufheilen. Zack. Oh, Wiederherstellung hat sich verbessert. Sehr schön. Das freut mich. Ja, das stimmt. Scheiß Schneesturm, der hier langsam einsetzt. Ich würde trotzdem gerne den alten Drachen looten. Hier gibt es noch einen orkischen Streitkolben. Ne, danke. Drachenknochen und Drachenschuppen. Die nehme ich jetzt einfach mal mit, um sie zu verkaufen. So. Weil wir müssen... Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin eigentlich?
Moment, habe ich den Quest noch nicht? Achso, finde Auriels Bogen. Da müssen wir dort ganz oben hin. Wie habe ich das eigentlich gerade gemacht? Also wir müssen eh die Schnellreisefunktion nutzen, Leute. Dann können wir auch einen kurzen Zwischenhalt in Weißlauf machen und den Drachenscheiß verkaufen. So, wir haben noch eine Drachenseele aufgenommen. Jetzt würde ich mal sagen, werden wir uns hier noch langsam runterhangeln. Scheiß auf die ätherische Gestalt. Ich liebe diesen Nervenkitzel hierbei, ey. So. Seht ihr, wir schaffen es auch so, ohne die ätherische Gestalt. Wir sind einfach toll. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier so in der Truhe herumliegt, wenn so ein alter Drache hier ist. Elfenpfeile, Gold, Eisenhelm, das ist nicht euer Ernst. So ein Scheiß für so einen starken Drachen? Ne. Mal schauen, welches Wort wir jetzt immerhin lernen. Wort der Macht gelernt, Tier, Tierfreundschaft. Echt, das ist neu, oder? Haben wir noch gar nicht gehabt, glaube ich. Nee, Tierfreundschaft. Ein Schrei, der wilde Tiere zur Hilfe ruft, die herbeieilen, um dir im Kampf herbeizustehen. Das ist ja lustig. Ja, ja, ich weiß es doch. Ich will den auch aktivieren. So. Dann haben wir hier alles geschafft, glaube ich, oder? Das haben wir, den Schrei haben wir uns gegönnt. Ich weiß nicht, ob es hier sonst noch irgendetwas gibt. Ein Trollschädel. Aha, schönes Ding. Naja, hau weg. So, liegt da vorne noch irgendwas auf dem Opferaltar? Nö. Gut. Okay, Leute, wir haben einen ziemlich weiten Weg jetzt beim nächsten Mal vor uns. Und ich würde sagen, ich ja, verabschiede euch heute mal wieder mit so einer ja, mittelprächtigen Aussicht, würde ich mal sagen. Das scheiß Schneegestöber hier stört ja sogar die gute Serana. Und ja, ich hoffe mal... Oder in eine Höhle, nur weg von hier. Seht ihr wohl, die ist echt eine schön Wetterbraut. Ich sag ja, Bikini und so. Aber all das werdet ihr im nächsten Part von Let's Play Skyrim sehen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!